Im Prozess um einen mutmaßlichen türkischen Spion in Deutschland hat der Angeklagte gestanden, mit Antiterrorbeamten in Ankara zusammengearbeitet zu haben. Mehmet Fatih S. wird vorgeworfen, im Auftrag des türkischen Nachrichtendienstes MIT Kurden und kurdische Einrichtungen in Deutschland beschattet zu haben. Yüksel Kurç sagt, er sei ausgespäht worden. Der Mann war bei mir zu Hause, er hat zu Hause mit mir Interview gemacht. Er hat versucht, immer unsere Vertrauen zu gewinnen. Er war bei meinen Cousinen, meinem Bruder, meiner Schwester. Kurç ist Co-Vorsitzender des Kongresses der kurdisch-demokratischen Gesellschaft in Europa. Sie hat laut dem deutschen Verfassungsschutz Verbindungen zur verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK.